Gott macht keine Fehler. Bei dir nicht und bei mir nicht und bei keinem. Gott ist nie zu spät und Gott ist auch nie zu früh. Bei Jesus ist der Moment immer richtig. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann werden wir Wunder erleben. Wenn wir Jesu vertrauen, wenn wir sagen, komm und mach es, wie du willst, weil es wird das Beste sein. Keins der Lieder, das wir gesungen haben heute, war zufällig. Es waren alles Lieder der vergangenen Woche, die wir hier zusammen gesungen haben während der Gebetswoche. Doch nicht zufällig, dass hier vorne noch so Kram rumsteht. Das stand halt die ganze Woche da, damit man sich bedienen kann. Könnt ihr euch nachher zumindest die hier im Raum bedienen. Wir haben die ganze Woche über eine Geschichte gesprochen. Die ganze Woche über die Geschichte von der Auferstehung von Lazarus. Also das gehört ja, in der Tierwelt gibt es ja so diese Top 5 und ich würde sagen, das zählt auch zu diesen Top-Geschichten aus der Bibel, den Top-Wundern, über die so erzählt wird. Dass einer zum Leben erweckt wird. Also da war diese Nummer mit dem Wasser zu Wein verwandeln und auf dem Wasser gehen, ja, dass selbst die säkulare Welt merkt sich diese Dinge. Und dann war das mit diesem Lazarus. Ich kann mich an einen Sportreporter erinnern, der sicher kein Christ ist, der ganz oft bei so Fußballspielen davon sprach, wenn jetzt hier noch eine Wende käme, dann wäre es das größte Wunder seit der Auferstehung von Lazarus. Das war so seine Formulierung. Ja, und es gibt sogar Propheten unter uns. Gestern Abend hat mir einer, der heute über Zoom dabei ist, Prophezeien, dass die Bayern verlieren gestern Abend. Und es ist tatsächlich auch eingetreten. Aber Propheten unter uns hier. Was eine Geschichte. Und wir haben uns auch gefragt, und ich will dich nochmal daran erinnern, hast du dich nochmal gefragt, kann man das wirklich glauben, dass das passiert ist? So eine Geschichte, dieser Lazarus, der Freund von Jesus, aus dieser befreundeten Familie von Jesus, der liegt im Sterben und dann schicken die einen Boten zu Jesus und sagen, Mensch Jesus, Lazarus, dein Freund, der liegt im Sterben, komm schnell und rette ihn, weil man davon ausgegangen ist und ausgehen konnte, Jesus kann Kranke auch wieder gesund machen. Also voller Hoffnung schicken sie nach Jesus und Jesus lässt sich aber Zeit. Kommt dann irgendwann an, aber dann ist Lazarus schon längst tot. Der liegt in der Gruft, der stinkt schon. Der ist schon 4 Tage tot. Und dann wird er auferweckt von Jesus. So erzählt es diese Geschichte. So berühmt ist die Geschichte. Kann man das glauben? Und dann steht das nur in diesem einen Buch in der Bibel, nur im Johannesevangelium. In den anderen Evangelien steht da nichts von. Keiner hält es für nötig zu erwähnen, so eine Nummer. Also ich frage mich da unwillkürlich, naja, also meine Güte, haben die anderen das vergessen? Also da war noch das mit hier Lazarus, Auferstehung. Ne? So wenigstens ein paar Jahrzehnte kann man sich doch wohl daran erinnern. Nur Johannes schreibt das auf. Wir haben versucht, auch dafür eine Erklärung zu finden, und da gibt es ja Erklärungen schon seit Jahrhunderten. Seit Jahrhunderten suchen die Menschen nach Erklärungen dafür, warum das gar nicht sein konnte. Und Erklärungen dafür, warum man diesem Johannes nicht glauben kann. Und seit Jahrhunderten gibt es genauso schlaue Leute, die genau erklären können, nee, doch, da gibt es Gründe. Ich finde, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man nicht auf andere hören sollte. Für mich persönlich ist ganz wichtig geworden, mich auch selbst mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Und zwar richtig zu beschäftigen, von A bis Z. Vielleicht so intensiv, wie wir es in dieser Woche gemacht haben, habe ich es auch noch nie gemacht, aber mir können ja andere Leute alles Mögliche erzählen, warum es so gewesen sein kann oder warum es eben auch nicht so war. Und deshalb ist der persönliche Zugang so wichtig. Meine Erklärung, die passt nur für mich, aber ich habe sie
euch schon diese Woche erzählt, für denjenigen, die hier waren, und jetzt möchte ich sie allen noch erzählen, warum ich glaube, dass es tatsächlich so gewesen sein könnte. Weil ich diesen Johannes kenne. Seit vielen Jahrzehnten schaue ich mir seine Berichte an in der Bibel, und ich hatte immer den Eindruck, wenn er von irgendwelchen Sachen berichtet hat, dann ging es ihm ganz oft darum, zu erklären, wie toll er ist. Und wie sehr Jesus ihn liebte, ganz besonders ihn, den Johannes, den Jünger, den Jesus besonders liebte, so formuliert er es gern selbst, über sich. Und dann schreibt er diese Geschichte, dieser Johannes schreibt dann die Geschichte auf, und das kommt noch klar, aber wie er sie schreibt. Sie trieft nur davon, wie er davon berichtet, dass Jesus die anderen liebt. Und das passt gar nicht so zu Johannes. Und deshalb sage ich mir, Mensch, wenn er sich so überwunden hat, sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen, sondern so ganz untypisch für ihn, dann hat er diese Geschichte wahrscheinlich so erlebt. Diese Geschichte vom Lazarus lebt so sehr davon, wie uns erzählt wird, wie sehr Jesus die Menschen liebt. Man könnte vielleicht am Anfang der Geschichte glauben, naja, also wenn Jesus sich nicht sofort auf den Weg macht, also ich meine, er ist ein guter Freund, ne, und er geht nicht sofort los, sondern hat da noch zu tun, ist weit weg von Jerusalem, weit weg von Bethanien. Da könnte es natürlich sein, dass er den Lazarus dann doch nicht so sehr mochte. Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir uns fragen, wo ist Jesus jetzt gerade? Wo treibt er sich denn gerade rum? Also, ich bin doch sein Freund. Ich bin doch seine Freundin. Er sagt mir doch, dass er mich liebt. Und jetzt treibt er sich da irgendwo rum. Warum ist er denn gerade nicht jetzt hier, wenn ich ihn auch mal brauche? Für die anderen ist er immer da. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir da liegen und der Lazarus, wir haben uns auch noch gestern Abend und die Tage davor gefragt, naja, wie war das wohl für den Lazarus, als er da krank noch lag und dem Tode nah und wusste, Mensch, ich habe doch diesen Jesus und der könnte mich doch jetzt erretten. Und dann merkst du, wie die Kraft langsam zu Ende geht und es passiert gerade nichts. Gar nichts. Mein ältester Bruder hat so eine Formulierung, die er gern benutzt, vor allem seinen Kindern gegenüber. Er sagt immer ganz gern, ihr spart mir auch gar nichts. Und oft sind das Sachen, wo die dann gar nichts dafür können, aber er leidet mit. Ja, und kann ich mich erinnern, hat seine Tochter ist verlassen worden, ganz dramatisch und ganz ätzende Geschichte. Und dann erzählt sie das ihrem Vater und er sagt, du ersparst mir auch gar nichts. Aber ist es nicht manchmal so in uns, dass wir manchmal so denken, oh, ja, aber Jesus erspart uns nicht immer alles. Er hat es dem Lazarus echt nicht leicht gemacht. Lazarus ist tatsächlich gestorben. Und da geht es uns so wie mit dem Krankwerden und mit dem Leid überhaupt so allgemein. Dass wir mal denken, naja, hoffentlich trifft es ja nur die anderen und eine ganze Zeit lang trifft es auch immer nur die anderen und plötzlich stecken wir selber drin. Plötzlich trifft uns das Leid, so ganz direkt und unmittelbar. Und Jesus und Gott, da spart es uns nicht. Und scheinbar ist er sogar weit weg. Und wir lernen damit umzugehen, so wie auch die Familie vom Lazarus und all die Freunde, die drumherum waren, die dann trauerten. Jesus kam dann halt irgendwann und wir alle leben ja dann damit und dann biegen wir uns das so zurecht, zu unseren Glauben. Und dann haben wir uns die Begegnungen der Menschen mit Jesus angeschaut und jeden Abend haben wir uns eine andere Person angeschaut. Bis auf Donnerstag, da waren es ein paar mehr, da waren es all die anderen, aber wir haben angefangen mit Maria und Martha. Ja, diese beiden Schwestern
von Lazarus und diese berühmten Schwestern, die aus dieser Geschichte stammen, als Jesus bei denen im Haus war, sie besuchte einige Zeit davor, vor der, die wir heute besprechen. Und dann war das diese Nummer, wo Maria sich zu Füßen Jesu setzt, teures Öl nimmt, dieses Öl über die Füße Jesu kippt und mit ihren Haaren die Füße von Jesus trocknet. Die Jünger sich beschwerten, wie kann sie das tun, das teure Öl, kann sie für andere Sachen gebrauchen. Und Martha, die beschäftigt war, ihre Schwester sagte, Mensch, Jesus, hier, guck mal, ich bin hier am Rödeln und die sitzt da zu deinen Füßen. Deswegen haben wir das gesungen heute. Und Jesus sagt, da gehörst du hin. Wann saßt du das letzte Mal zu Jesu Füßen? Jetzt mach's dir nicht leicht, ne? Und sag, ja gut, der hält jetzt hier eine Predigt und ich höre irgendwie zu. Ich frage dich, wann saßt du das letzte Mal zu Jesu Füßen? Und hast alles, was du hattest, ihm gegeben. Wann? In der Geschichte, als Lazarus tot war und Jesus dann endlich kam, ging die Martha auf Jesus zu. Und wir hatten uns gefragt, ist bei ihr was verändert gewesen in der Zeit? Hat sich bei ihr was getan seit der Geschichte, als sie Jesus den Vorwurf machte, Mensch, Jesus, guck mal, die sitzt da rum, meine Schwester, und ich bin hier für dich am Arbeiten und nichts passiert, keiner hilft mir und ich muss hier alleine, kannst du dich der Maria mal Bescheid sagen? Und wir haben festgestellt, ja, tatsächlich, bei Martha war Veränderung da. Jesus hat sie nämlich auch indirekt, indem er gesagt hat, Mensch, Maria hat es genau richtig gemacht, als sie hier zu meinen Füßen war, die Martha kritisiert und hat gesagt, wann hast du das letzte Mal zu meinen Füßen gesessen, Martha? Du tust immer so viel für mich, aber wann saßt du das letzte Mal zu meinen Füßen, so wie ich dich jetzt fragte, so wie Jesus dich fragt? Du kannst so tolle Sachen machen, aber zu meinen Füßen hast du das letzte Mal wann gesessen? Die Astrid hat uns das ja die Woche so schön erklärt und ich fand das auch so, Mensch, also wir Menschen würden doch da ganz anders reagieren, wenn wir so bloßgestellt würden vor allen anderen und alle plötzlich so sehen würden, wie wir im Glauben so versagen. Ja? Wie wären wir wohl Jesus dann begegnet? Vielleicht wären wir im Haus sitzen geblieben, als wir gehört hätten, ja, Jesus kommt jetzt endlich und wir trauern hier. Und der Lazarus liegt da tot im Grab und wir sitzen hier und Jesus, ja, jetzt kommt er endlich. Nein, Martha macht sich auf den Weg und rennt Jesus entgegen. Und sagt ihm, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann hättest du ihn gerettet. Das sagt übrigens Maria auch ein bisschen später. Genau das Gleiche. Nur Martha hängt dann an diesen Satz noch an, ja, aber ich weiß, Herr, was du tust, ist immer richtig. Ich weiß, wenn Gott es dir gibt, dann gibt es und dann gibst du es weiter und wenn nicht, dann eben nicht. Sie begibt sich zu seinen Füßen. Sie sagt, du entscheidest, Herr. Wir fragen uns ganz oft, warum passieren in unserem Leben keine Wunder? Warum passiert das nicht? Jesus sagt zu Martha in dem Moment, Martha, Lazarus wird auferstehen. Mir sagt das, diese Begebenheit, dass die Wunder immer dann passieren, wenn ich glaube, dass Jesus das Richtige tut. Und wenn ich glaube, dass er immer im richtigen Moment kommt.
Ich hätte Jesus auch den Vorwurf gemacht, meine Güte, hättest du nicht ein paar Tage eher kommen können? Du bist nicht in time. Es passt nicht, die Zeit. Hast du keine Uhr? Kein Kalender? Kein Mitgefühl? Martha erlebt dieses Wunder ihres Lebens, dass ihr Bruder zum Leben auferweckt wird, deshalb, weil sie Jesus vertraut, dass er immer just in time ist. Gott macht keine Fehler. Bei dir nicht und bei mir nicht und bei keinem. Gott ist nie zu spät und Gott ist auch nie zu früh. Bei Jesus ist der Moment immer richtig. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann werden wir Wunder erleben. Wenn wir Jesu vertrauen, wenn wir sagen, komm und mach es, wie du willst, weil es wird das Beste sein. Maria, die Heldin aus der Geschichte davor, die kriegt das irgendwie da gar nicht gebacken. Von der erzählt die Geschichte mit Lazarus, dass sie in dem Haus sitzen bleibt, als sie gehört haben, dass Jesus kommt. Sie blieb sitzen. Wir haben uns gefragt die Woche, ja, taugt Maria zur Heldin? Nein, sie taugt nicht zur Heldin. Und wisst ihr was, es ist gut so. Weil was sagt uns das? Dass wir heute versagen, so wie Martha, und morgen Helden sind im Glauben. Und heute Helden sind im Glauben und morgen versagen, wie Maria. Und scheinbar nichts begriffen haben. Und es wird nicht aufhören, so zu sein. Es war immer so und es wird immer so sein und es wird bei dir so sein und es wird bei mir so sein. Warum denken wir immer, wir müssten Helden spielen? Warum denken wir immer, alle müssten zu uns hochschauen und müssten sagen, boah, guck mal, das ist ein Glaubensheld oder eine Glaubensheldin. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die sich das über den Eingang ihrer Tür geschrieben hat. Die gesagt haben, hier sind nur unperfekte Menschen. Wenn du perfekte Menschen erwartest, dann such dir eine andere Gemeinde. Ist das nicht ein schönes Motto? Erwarte hier keinen Perfektionismus. Und Maria und Martha in der Geschichte vom Lazarus symbolisieren das so klar und so deutlich. Wir werden nie perfekt sein und es wird immer schief laufen und dann wird es auch mal wieder gut gehen. Und deshalb ist es so wichtig, auf Jesus zu vertrauen, dass er keine Fehler macht. Er ist größer als der Tod. Er ist größer als meine Vorstellungskraft von Wunder. Jesus ist größer als alles, was wir uns denken können. Warum fangen wir an, ihm zu sagen, oh Jesus, du bist echt spät dran? Und all die anderen drumherum in dieser Geschichte, die wir uns angeschaut haben, wie es denen wohl ergangen war. Und dann sind wir mal so schnell dran, Vorwürfe zu machen. Da sind ja die Trauergäste in dieser Geschichte. Da sind Leute um Maria und Martha herum, die sind einfach da. Und die trauern mit. Und was eine schöne Geste, oder? Immer wieder der gleiche Hinweis zur Erinnerung. Nicht von mir, sondern von Rick Warren zur Erinnerung. Wenn das Leid besonders groß ist, dann mach keine Worte, sondern sei einfach nur da. Und das scheinen die berücksichtigt zu haben. Die waren einfach da. Weil es war so, als dann Maria rausging, dann endlich zu Jesus hinging, aufgestanden ist, die phlegmatische Maria, dann sind die alle hinterhergedackelt und standen drumherum, so dass Jesus echt aufregte. Wir haben uns diese Woche das angeschaut und auch noch für euch, die nicht dabei waren, zur Erklärung, da steht im Text tatsächlich drin, Jesus schnaufte wie ein Pferd. Das übersetzen wir heute nicht mehr so, aber das Wort, das griechische Wort im Urtext, benutzt man meistens dafür, wenn man schnaufende Pferde bezeichnet. So wütend war er. Also alle drumherum hörten das, seine Wut. Ist Wut eigentlich was Gutes? Das haben wir uns direkt am ersten Abend gefragt mit dem Carsten zusammen. Er hat uns gefragt, so Wut? Gibt es vielleicht sogar heilige Wut?
wenn man heilige Wut hat, dann darf man vielleicht sogar sagen, verdammt nochmal ja. Die sollte es geben. Es sollte Wut geben über all die Dinge, die da passieren. Und Jesu war mit Sicherheit wütend über das, was er gesehen hat, weil er hatte nicht vorgesehen, dass diese Dinge in dieser Welt passieren. Als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er nichts vorgesehen von Krankheit und Tod. Das war alles so nicht geplant. Er hat nicht geplant, dass die Menschen weinen müssen. Das wollte Jesus alles nicht. Und das vergessen wir manchmal. Wenn wir erwarten, dass er was tut oder nicht tut, dann vergessen wir manchmal, nein, das ist auch nicht Jesu Plan gewesen. Aber er erträgt das. Und in der Regel trägt er mehr daran als wir, weil er trägt die Last von uns allen. Die ganze Geschichte zeigt uns, wie sehr Jesus alles das, was wir durchmachen, in der Geschichte kannst du es komplett ablesen. Wie sehr Jesus all das, was wir durchmachen, selbst erlebt hat. Und er ist der Einzige, der nichts dafür kann. Wenn man sich die Menschen anguckt in dieser Geschichte, dann könnte man anfangen, und das haben wir auch so gemacht, so Vorwürfe zu formulieren. Und zwar mit Recht. Da sind so einige Sachen, die so schräg laufen und wo man sich fragt, wieso machen die das so? Und dann ist da aber ein Satz, der uns diese Woche unglaublich bewegt hat. Dieser Satz, als sie Jesus beobachteten, als Jesus in dieses Grab ging und es klar war, dass Lazarus tot war und wie bewegt Jesus war, und sie sagten, schaut nur, wie sehr er ihn liebte. Man traut ja einer Masse keine Empathie zu, aber die hatten die Empathie, in Jesus zu erkennen, wie sehr er Lazarus liebte. Das hat uns diese Woche sehr viel Hoffnung gemacht, weil wir gesagt haben, Mensch, ist es möglich, dass wir irgendwann in der Gemeinschaft dazu kommen, zu sehen, wie sehr Gott diese Welt liebt? Wie sehr Gott Menschen liebt? Und zwar nur Menschen. Es war uns so wichtig festzustellen diese Woche und deshalb möchte ich das unbedingt auch nochmal transportieren. Jesus geht es nie um Projekte. Jesus geht es immer um die Menschen. Wir vergessen das. Manchmal auch hier so mit Goliath, dann denken wir, es geht um Goliath. Nein, Goliath sind hoffentlich die Menschen und nicht irgendwelche Räume. Jesus geht es immer um dich und um mich. Stellt euch vor, stellt euch diese wahnsinnige Geschichte vor, wir würden verstehen, dass Jesus die Menschen liebt. Und ich meine, verstehen, nicht daherplappern, das können wir gut. So heilige Sätze sagen, ja, Jesus liebt dich und Jesus liebt mich und Jesus liebt die Menschen. Und dann plappern wir das so oft daher, dass wir gar nicht mehr merken, was das eigentlich heißt. Das heißt nämlich, dass Jesus Homosexuelle liebt. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus die Menschen an der Grenze zu Polen, da in Weißrussland, dass Jesus diese Menschen lieb hat? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus wirklich jeden hier im Raum liebt und jeden da draußen? Kannst du dir das vorstellen, wirklich? Und was bedeutet das dann für dich und für mich, wenn es so ist? Die Menschen damals haben es erkannt. Die, über die wir gern so urteilen und sagen, guck dir diese komische Meute an, aber die haben begriffen, wie sehr Jesus Lazarus liebte. Wann erlebst du Wunder in deinem Leben? Und wie soll es möglich werden?
Der Herr Carsten hatte am Donnerstag die Aufgabe, über diese ganzen anderen zu sprechen. Und als wir das so abgesprochen haben, dann bin ich von der irrigen Annahme ausgegangen, dass wenn wir über die anderen sprechen, dass es nur um dieses Trauerhaus geht. Und ich wollte nämlich unbedingt noch mit euch über Thomas sprechen. Und dann dachte ich schon, oh, jetzt nimmt er mir das für Samstag weg. Panik um meine Predigt gehabt. Ich saß da und dachte, oh. Und dann schrammte er es nur, glücklicherweise. Schau mal und such mal im Internet nach diesem Thomas. Vielleicht habe ich zudem eine besondere Affinität des Namens wegen. Aber ich finde, der ist so wie Martha, der kommt immer so schlecht weg. Und im Grunde genommen, so richtig, tritt er nur dreimal in Erscheinung. Und vor allem in zwei Situationen in der Bibel. In der einen, wo Jesus so sagt, naja, ich gehe da hin und ihr wisst, wo ich hingehe. Und Thomas sagt, was weiß, wissen wir schon. Gar nichts wissen wir. Ja? Und er steht so da wie dieser Depp. Und dann gibt es auch diese andere Geschichte, wo über ihn berichtet wird, dass er sagt, naja, auferstanden, das glaube ich aber erst, wenn ich meine Hände in seine Male legen darf. Erst, wenn ich es gesehen habe. Und dann machen wir diesen ungläubigen Thomas daraus. Und dann sind wir wieder bei der Frage, taugen die irgendwie zum Helden? Und ich finde das so beruhigend, dass da eigentlich keiner in der Bibel zum Helden taugt. Also müssen wir auch keine Helden sein. Und diese beiden Geschichten, von denen ich gerade erzähle, die erscheinen, wenn du Thomas Bibel googelst, dann kommst du immer auf diese beiden Geschichten. Und selbst dann gibt es so Lexikas, wo darüber berichtet und dann wird nur in der Fußnote manchmal sogar erwähnt. Also Moment, die Redaktion möchte hier mitteilen, ja, da gibt es auch noch was anderes. Eine Stelle, haben wir vergessen. Und das ist die Geschichte aus dem Lazarus. Als der Bote zu den Jüngern kam und sagte, Jesus, dein Freund Lazarus liegt im Sterben. Und dann diskutieren die Jünger. Sie diskutieren miteinander, ob sie wirklich dann nach Bethanien gehen sollen. Weil warum? Sie wollten Jesus gerade steinigen, als sie in Jerusalem aus der Ecke Jerusalem da wegging von Bethanien. Sie haben extra die Weite gesucht. Und dann sagen sie, Jesus, jetzt ernsthaft, willst du dahin gehen? Willst du wirklich dahin, wo sie uns umbringen wollen? Wo sie dich umbringen wollen? Und Jesus sagt ihnen, ja, wir werden jetzt dahin gehen. Weil ihm Menschen wichtiger sind als Projekte. Weil Jesus einen anderen Plan hatte als die Jünger, weil Jesus ist gekommen, und das sollten wir begreifen, uns Menschen zu retten. Und was sagt Thomas? Diese Wurst, der in allen anderen Geschichten nur versagt. Was sagt Thomas? Thomas sagt, okay, Leute, dann lasst uns gehen und mit ihm sterben. Dieser Versager im Glauben, der als ungläubig gilt, der nichts hinkriegt, so wie du dich auch manchmal fühlst im Glauben, so wie ich mich manchmal fühle, der hat da den Moment. Dann lass uns gehen und mit ihm sterben. Er verbindet sein Schicksal mit Jesus. Und zwar zu 100%. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Warum tut er das? Weil er sein Schicksal, weil Gott sein Schicksal mit dir verbindet. Jesus, stell dir das vor, kommt in diese Welt und verbindet sein Schicksal mit dir und deiner Erlösung. Du hast ihn gerufen und hast gesagt, Jesus, rette mich. Und weißt du, was Jesus gesagt hat? Ja, okay,
Ich komme und ich sterbe für dich. Das sagt Jesus jedes Mal, wenn du ihn rufst und denkst, er kommt nicht, dann sagt er jedes Mal zu dir, ja, ich komme, ich sterbe für dich. Und er verbindet sein Schicksal mit dir. Und deshalb ist dieser Moment vom Thomas so wichtig zu verstehen in dieser Situation, weil Thomas ist bereit, sein Schicksal auch mit Jesus zu verbinden. Und zwar genauso, wie es Jesus tut. Wann erleben wir Wunder in unserem Leben? Wir erleben keine Wunder in unserem Leben dann, wenn wir von anderen erwarten, dass sie was leisten. Wir erleben Wunder in unserem Leben dann, wenn wir unser Schicksal mit Jesus Christus verbinden. Thomas hat ein unglaubliches Wunder gesehen. Maria hat ein unglaubliches Wunder gesehen. Martha, all die anderen, die dabei waren. Sie haben gesehen, wie Jesus den Tod überwindet. Wie Jesus Herr ist über Raum und Zeit und über alles, was wir uns vorstellen können. Deshalb, weil sie ihr Schicksal mit Jesus Christus verbunden hat. Und deshalb sage ich uns, sag es dir und sag es mir, wir sollten unser Schicksal mit Jesus Christus verbinden, damit wir Wunder erleben. Und nicht Zuschauer bleiben, nicht auf den Rängen sitzen und jubeln, den Daumen hoch, wenn es uns gefällt, und buhen, wenn es uns nicht gefällt, und den Daumen nach unten richten. Wir sollten uns die Schuhe anziehen, die Schuhe binden, auf den Rasen gehen und mitspielen. Dabei sein, unser Schicksal mit Jesus verbinden. Wann hast du das letzte Mal zu Jesu Füßen gesessen? Hast alles genommen, was du hattest. Hast es ihm gegeben. Und hast dein Schicksal mit ihm verbunden.